Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Ocean Run Monster of Uncharted Seas. Ganz genau, im letzten Part waren wir hier angekommen. Wir haben uns bei einem einfachen Rätsel aufgehalten. Ja. Hektar. Und jetzt sind wir hier. Sol oben, Naito unten, das Emblem der Erde in der zentralen Halle. Was? Naito unten. Das Emblem der Erde in der zentralen Halle. Aha. Au. Warum macht man sowas? Da einfach Stacheln. Fies. Danke. Soll unten Naito. Was? Soll oben Naito unten? Das Emblem der Erde in der zentralen Halle. Hä? In der zentralen Halle. Ja, wir haben ja noch das. Kann vielleicht irgendwas hier hintragen. Niemals. Nee. Zählt auch nicht. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Aua. Stimmt, hier ist noch was. Was war dein Gegner? Geh weg. Oh, stimmt. Ich hoffe, das ist die Lösung meiner Probleme. Oh nein. Herzteil. Was hast du denn erwartet? Fahrt zur Halle des Emblems. Also gut. Warte mal. Hier sind wir gar nicht so falsch. Fahrt zur Halle des Emblems. Weg. Stachel. Fahrt zur Halle des Emblems.
ehrlich. Oh Gott, ernsthaft. Das soll ihn einfach nur verwirren. Wie fies. Was für alles in der Welt? Strommos. Das gefällt mir, Stephen. Ausnahmen so angezeigt werden. Das gefällt mir. Oh mein Gott. Alles gleich muss ich den Kater wahrscheinlich durchsetzen. Thomas? Genau, so füge ich ihm Schaden zu anscheinend. So, das jetzt. Oh. Ich seh's. Lass mich raus. Ist klar. Okay. Dodongo. Mäßig. Alles klar.
Musik war jetzt schon sehr Zelda-ähnlich. Schon sehr. Sehr deutlich. You freed the Great Forest Shrine. I can finally return here to sing a long song to my ancestors. The least I can do as last of my kind is to show respect to my roots. Maybe you would allow us to join you. Oh. Wir werden uns hier niederlassen und ein neues Kapitel in der Geschichte der Ofrus aufschlagen. Hier, nimm das. Ist eine Kastanie vom letzten Baum in der Welt gelandet. Pflanze sie an einen Ort, der dir was bedeutet. Hast du schon von der legendären Waffe Korallensäbel gehört? Berichten zufolge ist er zusammen mit Seelocks Leiche am Brandungsgriff an Land gespült worden. Das war gut. Es gibt nur Hoffnung für uns Ofrus. Du bist der gute Schwertkämpfer, gut, dass du auf unserer Seite bist. So ist es. Hast du schon gehört? Alles klar. Glaubt da, wenn wir hin. Hallo, ich bin's, Habit. Was ist denn? Oh, du musst etwas für mich holen. Brandungsgriff. Hi, Habit. Kannst warten. Ich muss erstmal zum Brandungsgriff. Mich da oben. Es kommt bestimmt irgendwann runter. Es wird richtig toll auf die Karell werden. Da war ich schon. Das hier, das da. Wenn, dann wäre es eine sehr kleine Insel. Der Korallensee. Soll es das Monsterschwert sein? Sicherlich, das ist es. Brandungsgriff. Nichts zu sagen zu dieser Insel. Aufgepasst, Abenteurer, willst du weitergehen, brauchst du Grabenstiefel, wenn ich jetzt nur wüsste, wo man diese findet. Grabenstiefel, wo finde ich die denn?
Hermit. Dann gehe ich mal zu Hermit. Er hat ja gesagt, wir wollen irgendwas. Will irgendwas von uns. Also gehen wir da mal hin. Machen wir uns auf die Suche. Perfekt. Sonnenclipper. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Was ist denn hier los? Hilfe! Weihnachtsmann noch bauen. Ich will nur zu Termi. Hermit? Der Hermit. Hermit? Hermit? Was ist denn? Zettel? Triff mich am Brunnen in der Nähe deines Zelts. Alles klar. Triff mich am Brunnen. Hallihallo. Ich möchte, dass du in diese Brunne springst. Sein Inneres birgt manche Schrecken, der mich zweilen des Nachts wach hält. Aber das wird es wert sein. Bring mir ein Paket, das mein Freund Tippo dem Archäologen gehörte. Darin befindet sich etwas, das uns helfen kann. Der Brunnen ist so hoch für dich, um einfach reinzuklettern. Hier ruht Tempo der Archäologe. Wie komm ich da? Ach. Omid. Machen wir uns hier lang. Komm, nicht lecken. Genau, da oben müssen wir irgendwie hin. So, ab hier rein. Dann ein Monster besiegen. Für die Quote. Damit es hier nicht so leer aussieht. Geh weg. Was ist denn da? War so sinnvoll. Hätte ich mir sparen können. Ah, ein bisschen Weg. So. Einmal hier lang und einmal. Geschafft. Grab des großen Chronisten.
Ich hatte recht, der Großkulist liegt auf dieser verlassenen Insel gerade. Ich kam mit der Freund her, wir bauten den Operationsbass auf den Felsen. Er wird Notizen anfertigen, während ich dieses Grab studierte. Ah. Der Großchronist, Gelehrter der Vergangenheit und Zukunft, ruht hier. Dieses Grab ist von den allmächtigen Gaja und Kronos gesegnet. Vom Anfang bis zum Ende der Raum der Antworten verleitet das Wissen, was du brauchst. Der Raum der Antworten. Ein Geräusch raubt von der Schlaf. Ich bin nicht nervös, aber wenn ich an die Durchbrüche in der Geschichte an Kardians denke, die drinnen zu finden sein könnten, muss ich mich meinen Ängsten stellen und eintreten. Oh, ein weiterer Tempel. So ist es. Warte. Da ist was. Hurra! Oh mein Gott. Ein Gegner. Oh mein Gott, ein Gegner. Oh mein Gott. Was für ein schlimmer Feind. Hi. Geh weg. Dankeschön. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie unglaublich groß. Beschleunigt hätte die arkadische Technologie während der düsteren Kriege einen Riesensprung gemacht. Die Arkadier vereinten ihr Wissen über Technologie und Magie und bauten drei riesige Maschinen zum Schutz Arkadiens. Diese technologischen Wunderwerke waren als lebendige Festung bekannt. So komme ich also zurück. Und mit diesem Schlüssel können wir diese Tür öffnen. Akarin, 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 Akarin. Wow, ein weinendes Mann. Was ist mit der Truhe los? Okay. Nutzen. Yeah! Wir haben genug Herzteile gefunden. Das bedeutet, wir haben ein neues Herz. Wow. Ein Herz dazu bekommen. Sehr schön. Ah. Wow, war es das wert? War es das wert? Nicht an die Statue lehnen. So? Meinst du so? Meinst du so? Alles klar. Aha. Kaum zu fassen, ich habe von Archimedes persönlich unterzeichnete Entwürfe gefunden. Es sind komplizierte Zeichnungen von Maschinen. Ich werde sie an einem Ort, einen sicheren Ort aufbewahren. Der Schlüssel befindet sich zwischen den Fackeln. Kann das sein? Oh Gott, gib das her. Nicht? Schade. Hätte vermutet. Raum der Antworten gespeichert. Thorn der Mutige kämpfte am Brandungsgriff gegen Serlok. Er schwang sein legendäres Schwert, das das Kienenvolk im tiefsten Graben des Ozeans geschmiedet hatte. Der Korallensäbel. Das Schild von Kronos, eine der Schöpfungen des großen arkanischen Erfinders Archimedes, ist auf der Himmelsinsel versteckt. Alles klar, ich hab verstanden.
Das war nicht so schwer. Oh. Ein Monster. Was? Die Grenze ist ähnlich. Ich bin begeistert. Oh, ist das knapp. 15 Pfeile können wir jetzt. Aua, Hilfe! Ich renne für dich! Und gespeichert. So. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also schaltet wieder ein, Daumen hoch, wenn es gefallen hat und weitergehende Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.